Das Brandenburger Tor. Bis zum Fall der Mauer die Schnittstelle zwischen Ost und West. Jetzt werden hier die Bühnen aufgebaut für die Feiern zum 27. Tag der deutschen Einheit. Doch sind wir ein vereintes Land? Ja, ich bin im Westen geboren, wohne im Osten. Also würde ich sagen, ist es gelungen. Also der Osten fühlt sich immer noch, ich sage es mal, ausgebeutet. Also nicht eingegliedert in den Westen. Also die Vereinigung ist meines Erachtens nicht gelungen. Sagen wir mal so, wenn man die Politik und die Rentenversicherungsbeiträge und alles anguckt, dann würde ich sagen, ist die Mauer noch höher, wie sie früher war. Ich denke mal, es gibt eine Phase der Reife. Eine Vollendung ist ja immer Stillstand. Das aktuelle Politbarometer zeigt, die Fremdheit zwischen West- und Ostdeutschen ist wieder gewachsen. Nur noch 45% der Deutschen sagen, dass die Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West überwiegen. Noch vor 2 Jahren waren das immerhin 55%. Deutliche Unterschiede zeigen sich auch im Wahlergebnis der AfD. Den höchsten Zweitstimmenanteil hatte sie fast durchweg im Osten. In Sachsen landete sie sogar auf Platz 1. Aktuell hält die Mehrheit der Deutschen die Probleme der Wiedervereinigung für nicht größtenteils gelöst. In Ostdeutschland sind das sogar 57% der Befragten. Ich denke, da muss doch eine Menge getan werden, dass man auch die Menschen mit ihren Sorgen ernst nimmt, die dort AfD gewählt haben. Na, weil noch nicht alles einheitlich ist. Renten, Wohnungen, Miete, alles. Dass man damals Versprechungen gemacht hat von den blühenden Landschaften, die definitiv so noch nicht ganz eingetreten sind. Deutschland 28 Jahre nach dem Fall der Mauer. Eine weiterhin in Ost und West gespaltene Nation. Und wir wollen noch mal probieren, mit dem ehemaligen sächsischen Ministerpräsident Kurt Biedenkopf zu sprechen. Das hat gerade wegen Tonproblemen nicht geklappt. Probieren Sie jetzt noch mal. Guten Morgen, Herr Biedenkopf. Und noch mal die Frage. Jeder zweite Deutsche findet, dass in Deutschland die Unterschiede zwischen Ost und West überwiegen. Letztes Jahr waren es nur 41%. Und wir fragen noch mal nach, wie Sie sich diesen Anstieg erklären. Ich kann mir den Anstieg nicht erklären, weil ich die Basis dieser Bewertung nicht kenne. Das wird einfach behauptet. Wenn Sie die gleiche Umfrage zwischen Nord und Süd machen, dann werden Sie feststellen, dass die Unterschiede zwischen Nord und Süd in Westdeutschland auch erheblich sind. Nach welchen Kriterien werden denn jetzt die Unterschiede Ost-West mit dieser Umfrage ermittelt? Gehen wir noch mal zur AfD, weil das ist im Grunde auch ein Phänomen. Und viele haben versucht, das zu erfüllen und nachzufragen, ebenso auch die Forschungsgruppe Wahlen. Und da wird ja deutlich, zum Beispiel, Sie haben ja gerade gesagt, zwischen Nord und Süd, wenn wir uns die AfD-Ergebnisse anschauen, in Niedersachsen 9,1% oder ein anderes Land in Norddeutschland 8,2%. Und in vielen ostdeutschen Bundesländern sind die Ergebnisse eben anders. Und wir wollten bei Ihnen nachfragen, womit Sie sich das erklären. Richtig. Ich kann mir das noch nicht erklären, weil das ein völlig neues Phänomen ist. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist, dass die Verunsicherung der Menschen in Ostdeutschland größer sind als in Westdeutschland, weil sie noch nicht die gleiche Sicherheit in einer freiheitlichen Gesellschaft gewohnt sind wie im Westen. Der Westen und der Osten unterscheiden sich ganz wesentlich dadurch, dass die Menschen im Westen seit Ende des Zweiten Weltkrieges wieder in Freiheit leben können und die Menschen im Osten erst seit der Wiedervereinigung. Das Leben in Freiheit ist aber etwas, was man lernen muss. Und die Unsicherheit in Ostdeutschland ist größer. Herr Biedenkopf. Das ist aber kein Problem. Ja. Ich versuche das noch mal zusammenzufassen. Es ist schon so, im Osten fühlen sich sehr viele übergangen, sehr viele arrogant behandelt. Im Westen können das viele nicht nachvollziehen, erwarten möglicherweise sogar Dankbarkeit, unter anderem wegen des Solis. Wieso gibt es über 25 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch diese tiefen Gräben? Hat die Politik das unterschätzt, die Gesellschaft? Also ich stelle mir da Fragen, für deren Beantwortung mir keine Unterlagen zur Verfügung stehen. Das geht mir alles viel zu oberflächlich. Das, was Sie jetzt verallgemeinert dargestellt haben, ist nicht zu verallgemeinern.
Es gibt eine große Zahl von Menschen, die in Ostdeutschland zufrieden sind und hier leben und sich freuen, dass sie in Freiheit leben. Dass die Erfahrungen der Menschen hier anders sind als in Westdeutschland, ist doch offensichtlich. Aber die Art und Weise der Unterschiede wird hier negativ dargestellt, nicht positiv. Und das finde ich nicht in Ordnung. Es ist immer schwierig, von Zahlen auf die Realität dann zu schließen. Das ist auch oft, da haben Sie recht, eine verkürzte Darstellung. Aber Sie als ehemaliger sächsischer Ministerpräsident, als Politiker, haben Sie eine Empfehlung, wie die Politik aktuell auf diese Situation reagieren kann, sollte? Oder muss man sich erst mal 4, 5 Wochen einschließen? Ich habe eine Empfehlung, dass ich... Ja? Meine Empfehlung ist, dass man gründlicher arbeitet. Diese Umfragen sind irreführend. Natürlich gibt es Menschen in Ostdeutschland, die verunsichert sind. Die gibt es im Westen im Übrigen auch. Also in Bayern zum Beispiel war die Bundestagswahl für die bayerische CSU fast eine Katastrophe. Wie ist das zustande gekommen? Davon habe ich nie was gehört. Aber in Ostdeutschland, wenn da große Abweichungen sind, führt man das sofort auf die, ich will mal sagen, fortdauernde Teilung Deutschlands zurück. Und mit dieser Art von Untersuchungen und Annahmen lässt sich die sogenannte Teilung, wenn sie da ist, nicht überwinden. Vielen Dank, Kurt Biedenkopf nach Übersee. Also das kann man nicht auf die Schnelle beantworten. Und damit werden wir uns natürlich noch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen. Vielen Dank.